Ich begrüße euch ganz herzlich zum Trainsim World 5. Ich habe hier heute ganz brühwarm ein Video hier für euch. Habe ich erst gestern Abend aufgenommen, damit das direkt in eure Seh- und Ohrnerven hineinkommt. Und zwar eine Mod-Vorstellung und einer entsprechenden Fahrt für die Baureihe 146 von Frankfurt Fulda. Ja, endlich haben wir eine Soundmod für die 146. Und zwar von der Bahnpfusch Hochschule. Die Herren Fubian und Raphael haben sich da dran gesetzt und haben der 146 ein komplett neues Soundset gegeben. Und das gucken wir uns an. Der Link dazu, sofern die Mod bereits veröffentlicht ist, dann in die Videobeschreibung. Dort werdet ihr dann entsprechend die Mod finden. Und ich würde sagen, genug gelabert und auf geht's ins Fahrtvergnügen. So, und zwar, wenn wir hier im Führerstand sitzen, dann hören wir es schon. Ah, herrlich, herrlich. Setzt euch Kopfhörer auf, damit ihr das gescheit hier alles hört. Toll. Fahrtrichtungswende eingesteckt und nach vorne. Auch schon neue Geräusche. Alles, was ihr hört, ist neu. Störung, Störung. Und die Türen auf. So, dann machen wir uns einmal die PZB, die LZB und die auch mal die SIFA heute an. Spitzensignale eingeschaltet. Ansonsten müssen wir, glaube ich, sonst nichts ändern. Der Rest passt soweit. Genau, machen uns die AFB an. AFB, AFB, AFB. AFB mal auf die 40 eingestellt. Gleich dürfen wir abfahren um 15.02 Uhr. Ein bisschen Bewölkung hätte ich noch gerne. Da hat der Fotomodus mal wieder die Bewölkung zerschossen, die ich voreingestellt habe. Genau, von außen auch übrigens komplett neue Sounds. Auch das hören wir hier. Toll, oder? Nur ich glaube, das Horn ist nicht neu. Ich glaube, das ist das Taurushorn. Aber es klingt trotzdem sehr gut. Also es klingt besser als das Vanilla-Horn, würde ich behaupten. Wobei ich tatsächlich noch nie die 146 gefahren bin von Frankfurt Fulda. Das ist für mich das Erste. Warum ist das Bahnhofsschild hier schwarz? Hä? Und das da vorne auch? Was? Moment, davon muss ich mal ein Foto machen. So. Genau. Türen können wir schon mal schließen. Sammelschiene ist soweit an. Ich würde sagen, wir hören uns die Anfahrt einfach jetzt mal von innen an. Wir halten ja ein, zwei Mal, glaube ich, im Laufe, ja, genau, in Offenbach und Frankfurt Süd. Dann können wir uns das Ganze auch noch von außen anhören. Also erstmal von innen Bremse lösen und Führerbremsventil lösen. Schön. Und wir fahren an. Ach, schön, schön, schön. Zwangsbremse. Was? Wie bitte? Okay. Was auch immer das gerade war. Zugbeeinflussung. So. Zugbeeinflussung. Jetzt schalten wir nochmal Leistung auf. Wahnsinn, hört euch das mal an, wenn das über die Weichen geht. Einfach fantastisch. Und jetzt hier auch über die Kurven. Können wir uns auch die Kurvensounds anhören, falls man sie hört. Ja. Wir sind übrigens im Expert-Fahrplan unterwegs, den es jetzt auch gibt, seit, also wenn ihr euch das Video hier am Release-Tag anguckt, seit gestern. Zugbeeinflussung. Natürlich werden wir auch nochmal mit der 101 bzw. dem Steuerwagen hier unterwegs sein. Auf Dresden-Riesa gibt es jetzt auch die 401, die fährt jetzt, die 411, die fährt jetzt auch dort im Fahrplan statt der 406.
Auch das werden wir uns angucken. So, wir können 60 fahren. Wahnsinn. Jetzt können wir uns hier nochmal die weichen Sounds anhören. Eigentlich bin ich befreit. Ab hier dürfen wir 110 fahren. Auch hier Fenster. Neue Geräusche, Türen. Ebenfalls. Fantastisch. Absolut fantastisch. So, an dieser Stelle mal ein Foto geschossen. Damit wir auch ein schönes Thumbnail haben für diese Mod. So. Na, so. Dann können wir auch gleich die höchsten Geschwindigkeitsbereiche von 160 km/h ebenfalls ausfahren. Das war mir auch wichtig, dass wir auf einem Streckenabschnitt unterwegs sind, wo wir auch die Geschwindigkeiten ausfahren können. So, 130 darf schon mal gefahren werden. Da ist der ICE 3. Seltener Kandidat hier auf der Strecke. Und ab hier dann 160, wenn unser ganzer Zug dran vorbei ist. Was ungefähr jetzt der Fall sein dürfte. Die Sounds wurden aufgenommen von einer echten Lok, sind also nicht synthesized. Und das hört man. Weiter in freie Fahrt. Und dann eine S-Bahn. Also wie gesagt, Mod gibt's bei Trains and Community. Der Link dazu, sofern die Mod bereits veröffentlicht sein sollte, in der Videobeschreibung. Das Ganze natürlich nur für den PC. Das steht außer Frage. Ach, sehr schön. Seht ihr das hier? Flugzeug. Wo ist das Flugzeug hin? Da. Flugzeug, Fernverkehr, Nahverkehr, Regionalverkehr. Fantastisch. Und Autos sogar auch noch. Da sehen wir den Airbus. Hier im Landeanflug auf Frankfurt am Main Flughafen. Entschuldigt. Musste kurz niesen. Ganz offensichtlich musste ich niesen, ihr habt es ja gehört. Naja. Genau, also Mod von Raphael und Fubian von der Bahnfusch Hochschule haben sich da zusammengesetzt und da kann nur was Gutes bei rumkommen. Ne? Also das ist im Grunde genommen das Erfolgsrezept schlechthin. Generell Bahnfusch Hochschule immer ein Qualitätsmerkmal, würde ich sagen, ein Qualitätssiegel. Und
Sounds wirklich toll. Also es ist so viel besser, so viel angenehmer als die Vanilla Sounds. Die Vanilla 146 bzw. 185 hat ja auch noch dieses Buzzen im Hintergrund. Während hier vorne ein Vectron der CD steht. Offenbach ist noch 2 Kilometer entfernt. Leistung nehme ich schon mal auf, setze ich schon mal auf 0. Auch hier wundervoll eine S-Bahn. Oh, Frankfurt-Fulda, Leute, ist einfach eine absolut fantastische Strecke. Frankfurt-Fulda würde ich absolut jedem und jeder empfehlen. Ich würde sagen, Frankfurt-Fulda ist eigentlich sogar vielleicht die beste Strecke, die wir gerade haben im TSW. Oder definitiv ganz weit oben in der Top 3. So, jetzt müssen wir mal langsam reinbremsen. Das hören wir uns auch noch von innen an. Ich bin jetzt mal wieder still, damit wir uns schön die Bremsen uns anhören können. Ja, okay, Vollbremsung. Ich würde sagen, das hat doch ganz gut geklappt. Wir sind sogar pünktlich. Wahnsinn, oder? Ich weiß gar nicht, ob die Dostos auch gesoundmoddet sind. Ob das die Soundmod-Dostos sind vom guten Manny, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube tatsächlich nicht. Ah, sehr schön. Fantastisch. Einfach fantastisch. Also wirklich, die Strecke ist einfach nur toll. Also ich mache das hier selten, dass ich wirklich nur so ins Schwärmen gerate und wirklich nur sage, oh, das ist alles toll, das ist alles toll. Frankfurt-Fulda, da ist wirklich, das ist einfach anders. Ja, da gibt es Strecken, wo ich kritischer bin. Oder Fahrzeuge auch. Gerade jetzt im letzten Video, was war nochmal das letzte Video, da habe ich doch auch, genau, LGW, da habe ich ja jetzt auch nicht wirklich viel Positives über die Strecke gesagt, aber ne, wenn es was Positives zu sagen gibt, dann ist es auch vollkommen legitim, das auch zu sagen, ne? Und dann ist das nicht irgendwie so stupides Werbung machen oder sowas, sondern es ist halt einfach dann meine eigene Meinung und die ist genauso legitim, wie die dann irgendwie zu sagen, dass dann Strecke X ist schlecht, dann kann ich aber auch genauso gut legitimerweise sagen, Strecke Y ist gut. Und ich finde, Strecke Y hier ist gut. So, genug gequatscht. Wir können abfahren. Ich halte den Sabbel und wir hören das Ganze jetzt mal von außen. Ich glaube, da hört man den Transformator, glaube ich, hat mir Raphael gesagt. So ein vibrierender Sound, den man gerade kurz hören konnte. Fantastisch. So, 110 dürfen wir fahren. AFB auf die 110 eingestellt. 150 dürfen wir jetzt fahren. Oh,
oh, oh, oh. Was, 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 was? Wieso habe ich eine Zwangsbremsung bekommen? War das die SIFA? Ich glaube, das war die SIFA, ja. So, jetzt hat mich die SIFA hier genug gequält. Jetzt mal ehrlich. Wahnsinn, da im Landeanflug über den Flughafen. Das ist so krass. Das wäre natürlich auch wirklich jetzt einfach cool, wenn doch nochmal irgendwann eine Strecke kommen würde mit dem Flughafen-Fernbahnhof. Aber die Frage ist natürlich, welche Strecke sich dafür dann eignen würde. So, Ankündigung auf 140. Und wir fahren geradewegs auf die Skyline von Frankfurt zu. Ihr könnt sehr gerne mal eure Meinung zu der Mod in die Videobeschreibung hineinschreiben. Ich bin mir sicher, Raphael und Fubian werden hier auch fleißig mitlesen. Das Feedback dazu also gerne auch dahin und hinterlasst gerne einen Daumen hoch da. Bei den beiden auf der Mod-Page auch einen netten Kommentar. Sagt gerne, der Transimplay hat euch geschickt, dass ihr mal einen netten Kommentar dort dalassen sollt auf der Mod-Page. Da werden sie sich sicherlich freuen. Und ich mich auch. So, 1 Kilometer noch bis Frankfurt. Also bis Frankfurt am Main-Süd. Und da sollen wir in 20 Sekunden ankommen. Ich würde sagen 500 Meter, 20 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 75 km/h. Ja, ich glaube, wir kommen halbwegs pünktlich an. So, wir schauen, dass wir ungefähr 60 am Bahnsteig anfangen. Drauf haben. Haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber das passt trotzdem. Der Bahnsteig ist ziemlich lang hier. Der Flixtrain hält ja hier auch. Und wir hören uns das Ganze mal von außen an. So, eine Verspätung von ein paar Sekündchen, die wir hier haben. Vorsicht bei der Einfahrt. So, kann aber wieder pünktlich abfahren, das heißt also alles im Lot. Hier noch eine 423. Auch einfach schön, dass man die Gebäude wiedererkennt. Ne? Also das erkennt man definitiv wieder, das hier vorne auch, das da auch. Und die Skyline hier sowieso. Ich glaube, da fehlen vielleicht so 1, 2, 3 Gebäude. Aber nichts, wo ich sagen würde, dass das jetzt extremst schlecht wäre. Oh, sehr schön. Jetzt wäre es noch toll, wenn ein Intercity-Steuerwagen uns noch entgegenkäme, ne? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, AFB-Haltebremse ist noch aktiv. Da kommt noch eine S-Bahn rein. Hallo. Ah ja, Scheibenwischer-Sounds sind auch neu. Haben wir das jetzt auch mal gehört? Und auf geht's. Okay, das ist laut. Nächster Halt ist Frankfurt am Main Hauptbahnhof.
Ach, die Haltetafel war sogar hier vorne. Wahnsinn, dieses Sounds, wirklich. Ich bin hin und weg. Jetzt ist ja doch die 146 plötzlich ein Fahrzeug geworden, das man gerne fährt, oder? Huch, jetzt macht nur meine PZB keine Geräusche mehr. Warum auch immer. Aber wachsam ist gedrückt worden. Nee, PZB ist auf einmal verstummt. Ah, okay. Hauptsache, sie funktioniert noch. Ein tiefes Horn. Und die Ankündigung auf 70. Habe ich bestätigt. PZB hat wieder keine Geräusche von sich gegeben. Also ich finde wirklich, ne, also jetzt macht es richtig Spaß, die 146 wieder zu fahren. Ich habe sie ja bisher gar nicht angefasst tatsächlich auf Frankfurt-Fulda. Einfach weil ich mir denke, ja gut, dieselbe alte 146 wie immer. Und solange ich jetzt nicht irgendwie ein Video explizit damit aufnehmen wollen würde, würde ich sie jetzt selbst nicht mehr fahren. Aber jetzt ist es halt komplett was anderes. So, Ankündigung auf 40. So, PZB funktioniert. Da ist noch ein T. Framerate hier in Frankfurt ist natürlich relativ niedrig, aber ganz ehrlich, das ist... Also schaut euch mal an, wie viel hier gebaut ist. Dass überhaupt der TSW nicht explodiert, ist schon ein Wunder. So. Da fährt noch ein Dosto aus. Auch noch einen schönen Streetpaint hier vom Vectron. Magnet ist an. Ah, und hier nochmal die weichen Geräusche. Und das Suspension, Wahnsinn. Und dann die Frankfurter Skyline, also wirklich, besser geht's nicht. So, wir sind nahezu pünktlich, Wahnsinn. Und wir halten an.
Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, Türen auf. Und dann können wir hier schon mal die Lichter... Ach, das mache ich gleich in Ruhe, wenn wir gleich wieder zurückfahren im Steuerwagen. Aber das mache ich dann alleine ohne euch. Genau, 146 mit Soundupdate, Soundmod. Link dazu ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Hier fährt noch ein Vectron ein mit Dostos statt der 114. Toll, einfach wirklich fantastisch, absolut fantastisch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.